Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Planet Coaster. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, wie versprochen, der zweite Teil des Parkrundgangs, gleichzeitig aber auch der Beginn der Pause, die ich ja in der letzten Folge angekündigt habe. Deswegen möchte ich gar nicht allzu viel darüber reden. Wir haben genug Zeit zum Quatschen, wenn wir auf den einzelnen Attraktionen sind oder durch den Park spazieren. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du dabei bist und spazieren wir einfach mal los. Ich möchte gleich mit dir in die erste Attraktion hinein und zwar in dieses Piratenschiff. Es ist zwar jetzt gerade unterwegs, aber da können wir schon ein bisschen warten. Ist doch schon besucht, dachte mir gar nicht, dass da noch wer drauf geht, weil eine Zeit lang war das sehr verwaist, das Ganze. Trotz, dass es geöffnet war. Also es ist nicht so, dass es nicht geöffnet gewesen wäre. Ja, ein Durchschummeln. Oh, da stehen doch schon einige. Naja, der Vorteil, dass man der Chef ist, bringt schon ein bisschen was. Wir kommen da nämlich auch durch, wo man normalerweise nicht hinkommt. So einfach. So. Alles in Ordnung? Sehr gut. Da sitzen aber jetzt nicht gerade viel drauf. Sitzt da überhaupt wer drauf? Interessant. Das hat jetzt gar nicht so ausgesehen, als würde da jemand drauf sitzen. Beziehungsweise kann sich da überhaupt wer draufsetzen? Moment mal. Sind wir da jetzt gerade auf einen Defekt des Gerätes draufgekommen? Lass mir das nochmal schnell ansehen. Wartung 10 Minuten, wie sieht es mit der Beladung aus? Beliebige Besetzung, naja, nicht unbedingt, ne? Wenn möglich, wäre voll besetzt, schön, bei einer Wartezeit von 110 Sekunden, das müsste sich eigentlich ausgehen. So, sind die jetzt alle gegangen? Nein, die stehen noch da. Hier scheinbar war da irgendwo jetzt eben das verstellt, ich kann mich zwar nicht erinnern, dass ich das umgestellt habe, aber ja, offensichtlich schon. Gut, lass uns kurz ein bisschen reden über die Zukunft von Planet Coaster. Also keine Angst, es wird auf jeden Fall weitergehen. Das habe ich aber letztens auch schon angesprochen. Es soll nur zu einer kleinen Pause kommen. Warum soll es zu einer kleinen Pause kommen? Ich habe Ideen, die möchte ich verwirklichen, aber das habe ich auch schon gesagt, ich möchte mir im Steam Workshop das eine oder andere Objekt herunterladen, damit ich quasi meine Ideen, die ich habe, auch so verwirklichen kann. Weil ich habe schon öfters gesagt, ich bin nicht der beste Architekt, aber es gibt tonnenweise Material im Workshop, mit dem man etwas anfangen kann. Und aus diesem Grund werde ich natürlich das ein oder andere Objekt verwenden. Ich werde das so wie mit der Achterbahn, mit dem Achterbahneingang, den habe ich ja auch aus dem Steam Workshop, der ursprünglich bei einer anderen Achterbahn war. Deswegen werde ich das nur benutzen, nicht weiter veröffentlichen. Ich denke mal, solange ich es nur benutze und nicht weiter veröffentliche, dann sollte der Benutzer, ich verändere es ja nicht komplett, ich habe nur die Achterbahn rausgenommen, dann wird wahrscheinlich der Benutzer kein Problem oder der Ersteller dieses Objekts wird wahrscheinlich kein Problem damit haben. Warum komme ich jetzt nicht in dieses Schiff hinein? Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück hier. Die Leute steigen ein und ich kann nicht einsteigen. Was mache ich jetzt gerade schon wieder falsch? Mhm. Ich kriege immer nur das Gebäude, nicht aber das Schiff. So. Und das von der Seite. Jetzt aber. Genau. Da sitzt schon jemand. Jetzt muss ich mal kurz um. Ja, das ist eine gute Ansicht. Gut, dann genießen wir da jetzt mal die Schifffahrt. Ja, wie gesagt, also ich verändere sie ja nicht so, dass sie quasi komplett verändert sind. Ich benutze sie nur, ich nehme mir nur Teile davon. So wie ich es schon bei einigen anderen Objekten gemacht habe und deswegen werde ich sie im Park, also beziehungsweise im Steam Workshop nicht veröffentlichen. Gut. Gibt sonst noch was zu sagen für Planet Coaster? Ja, im Großen und Ganzen ist eigentlich schon einiges gesagt. Die Pause steht an. Ich kann dir jetzt nicht versprechen, ob es 2 Wochen, eine Woche sind. Aber auf jeden Fall wird es auf jeden Fall mal eine Woche, ist es definitiv, weil nächste Woche bin ich in Berlin. Auf das freue ich mich schon immens, denn ich fahre gerne in Urlaub, ich fliege auch gerne in Urlaub, ich bin sehr oft unterwegs. Allerdings, ich war noch nie in Berlin. Ich weiß, Schande über mich, denn es soll ja eine
wunderschöne Stadt sein, eine geschichtsträchtige, wunderschöne Stadt sein. Und auf das freue ich mich schon sehr. Also wirklich mehr als sehr freue ich mich schon auf Berlin. Um mal kurz auf diese Attraktion, in der wir jetzt sitzen, zu kommen. Wir hatten sowas in unserem Wiener Freizeitpark, im Wiener Prater, wenn dir da so etwas sagt. Vom Namen her hatten wir sowas mal, aber das haben sie dann irgendwann abgebaut und jetzt gibt es leider sowas nicht mehr. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das ordentlich Spaß gemacht hat, weil ich bin mit dem damals nie gefahren, weil zu meiner Zeit, wie ich noch Kind war, durfte man damit nicht fahren. Also dieses kleine Mädel da vor mir, in diesem Alter durfte man damals nicht mit diesem Schiff fahren. Leider. Sonst hätte ich es natürlich ausgenutzt. Gut, die Fahrt ist auch schon wieder zu Ende. Dann schauen wir, dass wir da rauskommen. Und das Ganze hier jetzt ordnungsgemäß verlassen. Der Eingang ist offen. Dann gehen wir mal Richtung Adventure-Bereich rüber. Ich weiß nicht, ich glaube, diese Attraktion hier werden wir auslassen. Die ist zwar schön mit der Szenerie rundherum, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht unbedingt einsteigen. Gehen wir da mal weiter. Ja, die Blue Pirate, die kennen wir ja aus der letzten Folge. Die haben wir ganz frisch für unseren Park erstellt. Warum ist hier jetzt Stillstand? Ist da was kaputt? Wird da was gewartet? Schau mal schnell rein, ja. Da fehlt der Mechaniker. Wo ist der Mechaniker? Wo ist der Mechaniker? Und warum vor allem ist der Mechaniker nicht vorher schon gekommen? Was ist denn jetzt? Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Ich werde dann nach dieser Folge mit ihm ein kurzes Gespräch führen. Dann haben wir hier ja die Attraktion, die ja relativ frühzeitig in unserem Piratenbereich gestanden ist, aber sehr, sehr lange nicht wirklich funktioniert hat. Warum? Weiß ich nicht. Jetzt ist sie endlich ordentlich auch ausgelastet, die Leute freuen sich. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass das jetzt mit der Zugverbindung gut funktioniert und die Leute somit in diesen Bereich kommen können. Ja, da sind noch Toilettenanlagen in dieser Piratenburg versteckt. Also mir gefällt das. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich meine, die werden da jetzt keine Freude haben, wenn sie da rumsitzen, aber mir gefällt das sehr, sehr gut. Und dann gehen wir durch diesen Eingangsbereich in unseren Adventureland-Bereich. Und da habe ich eine Attraktion, die möchte ich jetzt auf jeden Fall benutzen. Denn die kenne ich sehr wohl noch aus meiner Jugendzeit und die habe ich geliebt. Nämlich genau dieses Ding hier. Stehen Leute, aber da sitzen schon wieder keine drin. Sehe ich das richtig? Das schon wieder? Ist das auch verstellt? Ich muss mir das jetzt nochmal ansehen. Beliebige Besetzung voll besetzt mit 110 Sekunden. Ich weiß nicht, was da passiert ist, dass das so eingestellt war. Egal. Schauen wir mal, dass wir da vorankommen. Da ist ja der Eingang in diese Attraktion ist auf dieser Seite. Der Ausgang ist hier. Also der wartet schon zum Reparieren. Wir müssen aber da hineingehen. Hier gefällt mir die Szenerie, die wir hier quasi anschließend hineingesetzt haben, sehr gut mit diesem überwachsenen Rad hier. Und das Flugzeug, das gehört ja schon zur Kulisse selbst dazu. So, dann werden wir uns über die Leute drüber schummeln. Oh, da stehen schon einige, die warten und mitfahren wollen. Ich glaube, deswegen kam da jetzt mehrmals die Meldung, Gäste sitzen im Park fest, weil sie einfach nicht einsteigen konnten anscheinend. So. Du beeil dich jetzt mit dem Reparieren. Da drüben ist eine Achterbahn, die repariert gehört. Also sie macht, also diese Attraktion macht auch immer noch dieselben Bewegungen, die ich damals aus meiner Jugendzeit kenne. Ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Gut, dann schauen wir mal kurz ein bisschen in den Parkbereich hinein. Ja, diese Schaukel werden wir dann auch gleich ausnutzen.
Die freue ich mich auch schon. Ja, und unsere, natürlich unsere Ancient Aliens Achterbahn, die wir ja gebaut haben, die wird auf jeden Fall noch modifiziert werden nach dem Urlaub. Das heißt, ich nutze auch diese Zeit, damit das Ganze noch ein bisschen, ja, die Ideen kommen. Ich werde dann noch ein bisschen offscreen herum experimentieren an einer anderen Achterbahn. Ich werde die exportieren, werde da herum experimentieren und werde schauen, wie kann ich das Ganze verbessern. Und ich möchte auch aus dem Steam Workshop, möchte ich mir gerne auch ja einen Eingangsbereich für diese Achterbahn besorgen, sage ich jetzt mal. Also sprich, auch so wie wir es für die blaue Piratenachterbahn haben, möchte ich für die gerne auch im Stil dieses Abenteuer Maya Adventure Land Bereichs, möchte ich einen Eingang für die Achterbahn gerne erstellen. Oh, das ist repariert. Das heißt, wir können einsteigen. Jawohl. Kann ich nicht einsteigen? Ach, ey. Warum muss ich da immer so weit zurückgehen, dass ich da einsteigen kann? Das verstehe ich nicht. So, aber da will ich nicht sitzen. Ich möchte, ja, ich möchte schön mittig sitzen. Ja, bezüglich der Pause von Planet Coaster. Ich habe mir überlegt, ein Ersatzprogramm zu erstellen, welches genau weiß ich aber noch nicht wirklich. Das Problem ist, dass ich viele Zuseher von Planet Coaster als meine Abonnenten habe und auch Nicht-Abonnenten. Es gibt leider immer noch, also leider, ich meine, ich freue mich natürlich, aber es gibt immer noch Zuseher, die leider noch kein Abo haben bei mir, was ich auch sehr schade finde, aber trotzdem freut es mich, denn sie schauen ja trotzdem zu. Und das ist jetzt die Frage, was für ein Ersatzprogramm biete ich? Ne? Es ist nicht so einfach, wenn jemand wegen Planet Coaster da ist, ihm etwas anderes anzubieten. Ich habe Ideen, was ich gerne machen würde. Also die Frage ist, wie viel Planet Coaster Zuseher sich gerne auch City Skylines ansehen. Denn ich habe da ein bisschen was vor bei City Skylines. Aber das möchte ich erst morgen verraten zur neuen Folge von City Skylines. Und die Frage ist dann überhaupt, kommt das gut an bei den Planet Coaster Zusehern? Aber ich denke mal, ja. Allerdings muss es auch gut sein. Und deswegen will ich jetzt noch nicht allzu viel darüber verraten, denn wie gesagt, ich habe eine Idee und die möchte ich gerne verwirklichen. Ich weiß, das ist immer so ein Geheimnis bei mir. Ich sage immer, ich habe Ideen und ich Geheimnis und hin und her. Aber ja, das gehört einfach dazu und das steigt, das stimmt, damit steigt die Vorfreude auf das Ganze. Ja, also das erinnert mich wirklich stark wieder an die Attraktion, die wir damals in unserem Freizeitpark in Wien hatten. Definitiv, definitiv. Ein bisschen wilder in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, genau, das fehlt mir noch. Und jetzt kommt dann diese Massivdrehung da oben. Genau, genau, genau. Ja, okay. Bin schon länger nicht mehr gefahren damit. Somit. Hab ich eine Ausrede.
Oh ja, ich habe diese Attraktion wirklich sehr, sehr geliebt. Ja, und ich glaube, das ist dann auch schon das Ende gewesen jetzt. Genau, die Bügel gehen auf und wir können quasi aussteigen. Natürlich brav, wie wir sind, den richtigen Ausgang benutzen. Und gleich in diese Attraktion hier hinein. Ich hoffe, das funktioniert. Ist nicht auch verstellt. Ja, und hier stehen auch schon die Leute Schlange. Ich glaube, jetzt hat sich das Ganze schon ein bisschen eingependelt. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, definitiv hat sich das Ganze schon eingependelt. Warum steigt der nicht ein? Das passt nicht. Los. Beliebige Besetzung. Abfahrtsintervall. Traut ihr euch nicht rein oder was ist da los? Status kaputt? Aber sie ist noch nicht kaputt. Wird sie gerade gewartet? Kann es sein, dass die auf den Mechaniker warten? Sorry, dass wir da jetzt hier ein bisschen herumhüfteln müssen, allerdings, hoppla, das war die falsche Richtung, ein bisschen höher darauf. Machen wir mal voll besetzt. Das hat schon gereicht. Ich hoffe nur, die geht jetzt nicht ein, die Achterbahn. Was ist denn der Mechaniker? Ich muss da mal ganz kurz, sorry, ich muss da ganz kurz schauen, wo der... Den wollte... Das war jetzt von mir nicht aufgepasst. Wo mein Mechaniker ist für... Mensch und Aliens hat ein technisches Problem. Ich wusste es, dass das genau jetzt passiert. Ach nee. Warum... Und da ist der Mechaniker. Also meine Gedanken dürftest du jetzt nicht lesen, ja? Ich sag's ganz ehrlich. Ich bin ein friedfertiger Mensch, aber meine Gedanken sind jetzt gerade, ja, ausgegraut. Da habe ich so viele Leute in dieser Attraktion drin gehabt und dann sowas. Egal, gehen wir uns ab. Warum ist das rot? Bewegt sich doch. Weil das noch auf Pause ist. Voll gesetzt, 110 Sekunden. Das ist die ganze Zeit auf Test. Auch nur 10 Minuten. Gut, dann schauen wir da mal. Dann gern in diesem Teil sitzen und Blickrichtung in die Wiese. Damit wir ein bisschen was vom Park sehen. Blue Pirate ist noch immer kaputt. Was ist denn da los? Wo sind meine Mechaniker? Haben die gekündigt? Sci-Fi, Fantasy, Grusel, Adventureland. Adventureland. Habe ich keine Mechaniker für. Kann es jetzt nicht sein, oder? Doch Mechaniker haben für Piratenbereich. Ja, das schaue ich mir dann offscreen an. Denn wir sind hier jetzt für die Parktour und nicht für Ausbesserungsarbeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da einen Mechaniker eingeteilt habe. Ich glaube, Grusel und Adventure gehört jetzt mittlerweile... Piraten und Adventure-Bereich gehört mittlerweile zusammen. Deswegen steht da nur Adventureland. Na, das dauert aber ganz schön lange. Und der Mitarbeiter hat auch gekündigt. Wieso? Sehe ich den noch?
glaube, der ist nicht mehr da. Oder er hat wahrscheinlich schon den Park verlassen. Gut, das mache ich dann wieder mal in Ruhe. Sehe mir das Ganze dann offscreen an. Das nutze ich alles aus während der Pause. So, einsteigen. Das ist die falsche Richtung. Genau, in diese Richtung möchte ich sitzen. Oh ja. Beginnt ja jetzt auch die Wartung. Ja, ich glaube, wir haben heute wirklich das perfekte Timing erwischt. Genießen wir unsere Attraktion. Warum geht's nicht los? Doch noch Leute rein. Interessant, dass die Leute so intervallsweise reinlassen. Ich dachte, das ist doch die Regel, das Tor bleibt offen, die Leute gehen rein und irgendwann, wenn die Zeit abgelaufen ist, geht das Tor wieder zu und ja, die Attraktion startet. Aber scheinbar geht das jetzt in Etappen. Ja, definitiv eine Attraktion, die ich auch gerne besuchen möchte oder würde. So, jetzt im Anschluss werden wir dann gleich Richtung Hotel rübergehen. Da werden wir uns das Hotel kurz ansehen, ein bisschen am Vorplatz und dann mit dem Zug Richtung Gruselbereich zurückfahren. Dann werden wir noch ein bisschen den Gruselbereich ansehen. Und dann möchte ich quasi eigentlich einen Abschluss finden mit dem, jetzt fällt es mir selbst nicht ein, mit dem Märchenbereich, den wir gebastelt haben, also quasi über den Grusel- und Medieval-Bereich in den Märchenbereich. Und mit Abschluss dann quasi unseres Schlosses. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der heutige Parkrundgang vielleicht ein bisschen länger dauern wird als der letzte. Und ich hoffe, dass es nicht wieder zu einer Problematik kommt in Sachen. Wir sitzen im Zug und plötzlich schmeißt uns das Spiel raus. Was genau der Schuld war, weiß ich nicht. Entweder bin ich zu fest am Mausrad angekommen, was ich mir nicht vorstellen kann, denn im Zug sitzend habe ich das Mausrad nicht wirklich in Verwendung. Aber ich kenne das vom Bauen, dass wenn man aufs Mausrad unabsichtlich zu viel drauf tippt, dass es dann einem irgendwie aus dem aktuellen Bauvorhaben rausschmeißt. Gut. Fahrt beendet. Ausgang ist da vorne. Nutzen wir gleich aus, dann machen wir zu. Und wir wandern weiter. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir weitermachen und diese Attraktion hier, ich möchte sie so hoch und so groß und so ausladend möchte ich sie schon lassen. Allerdings
ja, so wie sie aktuell ist. Ich meine, es sind genug Leute da, die mitfahren, wenn man sich das ansieht. Naja, auch nicht wirklich. Mal schauen. Okay, es müsste aber jetzt theoretisch ein Wagen auf der Strecke sein, oder? Drei Wagen haben wir draußen, oder? Ja, genau, da kommt der dritte. Das geht sich hier schön aus. Vor allem, so wild ist sie ja nicht, die Attraktion. Naja. Naja, sagen wir so, so extrem wild ist sie nicht. Sie ist schon wild, aber ich verstehe nicht, dass man gewisse Sachen bauen kann. Vor allem vorgefertigte Teilstücke einbauen kann, die dann aber in Zusammenhang mit der ganzen Achterbahn, naja, dann die Gehkräfte zu hoch sind und das dann den Benutzern nicht gefällt. Ja, vielleicht machen wir auch überhaupt eine ganz andere Fahrzeuge drauf und schauen wir mal, wie das Ganze dann wirkt. Vielleicht ist es deswegen so, weil die Fahrzeuge, die da drauf sind, also die Wagen, die da drauf sind, dass die dann das einfach zu wild machen. Das gefällt mir übrigens auch sehr gut. Und ja, hier im Boden sind natürlich sofortige Abflüsse platziert. Die sind hier alle da drunter, sonst wäre das ja eine Überschwemmung. Gut, das Hotel. Ja, auch das natürlich ein Objekt aus dem Workshop. Zusammengesetzt, besteht aus zwei Teilen oder drei Teilen sogar. Zusammengesetzt und funktional, also mit Restaurant, mit Hotelbereich. Und wirft recht gut Geld ab. Also ich muss sagen, die Leute sind zufrieden. Die gehen da auch gerne rein. Wir können mal kurz einen Blick da hineinwerfen. Also mit Sommergarten, der im Moment nicht in Betrieb ist. Aber die Leute stehen natürlich Schlange, um im Restaurant essen zu gehen. So. Selbstverständlich Geldautomaten. Und sie sollen ja ordentlich was in unserem Park an Geld lassen. Der Eingang ins Hotel. Natürlich ein 5-Sterne-Hotel. Wegweiser. Jetzt kommt wahrscheinlich gerade kein Zug. Weil die leider immer noch irgendwie alle hintereinander sind. Was ist denn hier los? Die sitzen im Parkfest, meinen die das, dass sie im Parkfest sitzen? Aber warum sitzen die hier im Parkfest? Ja, weil sie sich verknotet haben. Ich meine, die hängen sicher mit ihren Luftballons zusammen. Die sitzen gar nicht im Parkfest, sondern die haben sich einfach verknotet. Können wir da irgendwas dagegen tun? Ich werde das Ganze mal kurz pausieren. Wir werden mal schauen, ob wir da was mit den Wegen machen können. So viel Weg will ich eigentlich jetzt gar nicht. Ich brauche diesen Weg. Ne, das ist er nicht. Dieser Weg ist es. Ja genau, ich brauche diesen Weg. In einer kleinen Breite. Mal die Zeit ein bisschen laufen lassen. Ich glaube, die despawnen nämlich, wenn sie da jetzt eine Zeit lang keinen Weg haben. Genau, dann despawnen die und jetzt kriegen sie wieder ihren Weg. Das Ganze war am Raster ausgerichtet. Ja. Ist nicht schön, ne? Ach nee. Warum? Das ist jetzt wieder Kacke. Das sag ich jetzt ganz ehrlich. Jetzt habe ich da diesen
habe ich da das hier in der Mitte. Das gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt das hier wegnehme und das neu mache, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, kriege ich das nie wieder so hin. Aber die Leute sitzen einfach im Park fest und das ist auch was, was mir nicht gefällt. So. So. Denke mal, wieder ein Problem beseitigt und über diese Kante hier schauen wir einfach mal darüber hinweg. Vielleicht noch, ja, da kann ich leider keinen Rahmen machen. Hoppla. Gut. Ja, Zug. Zug wäre jetzt nicht schlecht, wenn wir einen hätten. Dann hätten wir die Runde dann auch runterfahren können Richtung Gruselbereich, aber da kommt gerade nichts. Somit werden wir uns da jetzt durch das ganze Getümmel da schlängeln und quasi von selbst Richtung Gruselbereich gehen. Ich wäre gerne mit dir mit dem Zug gefahren, aber wenn gerade kein Zug kommt, ich möchte die Folge dann nicht allzu lange werden lassen. Ja, keine Angst, auch hier wird noch gebaut werden, aber dieses Grundstück ist im Moment noch, also das lassen wir deswegen noch brach liegen, denn du siehst ja diesen Berg hier und eine meiner Ideen beschäftigt sich mit dem ganzen Bereich hier, inklusive diesem Berg. Also von daher, da kommt sicher noch etwas. Ja, unser Schloss, das wir da drüben hingepflanzt haben. Und ich denke mal, wir werden jetzt Richtung Schloss gehen und sich mit der Aussicht vom Schloss Richtung Hotel dann in die wohlverdiente Planet Coaster Pause verabschieden. Ja, der Eingang in den Gruselbereich, extrem schön. Hier quasi der Märchenbereich, einer der zweiten Bereiche, die wir für unseren Park erstellt haben. Damals gab es hier sogar noch eine Straße durch. Die hatte ich aber gekappt. Denn das hat mir so nicht gefallen. Ich finde, dass die Leute hier ein bisschen mehr sehen, wenn sie so in den Märchenbereich hineinkommen. Und ich finde, das ist doch eine schöne Kulisse im Bereich des Märchenbereichs. Gut, und unsere Burg. Ja, für alle City Skylines Zuschauer, die kennen sich jetzt aus. Hier. Mehr möchte ich gar nicht dazu verraten. So ein kleines Easter Egg, ein verstecktes. Und die Aussichtsplattform, ich drehe mich nochmal ganz kurz. Da soll zukünftig dann die Prinzessin quasi ihr kleines Stelldichein mit unseren Parkgästen haben. Ich habe aber noch keine Animateure in unserem Park platziert. Ja, hier das Schwert im Stein und wer das Schwert aus dem Stein herauszieht, wird der neue König von unserem Park. Gut, platzieren wir uns hier. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Wir verabschieden uns dann quasi mit dem Ganzen auch in die Pause, in die wohlverdiente. Da drüben kommt jetzt der Zug rechts. Schade, dass wir nicht mitfahren konnten, aber ich denke mal, wir haben ordentlich was gesehen heute und der Rundgang in unserem Park ist soweit abgeschlossen. Ja, die Pause wird jetzt beginnen. Bitte, ich weiß nicht, wie lange sie dauert. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, aber ich glaube, sie wird kein Monat lang sein. Es wird relativ flott weitergehen. Ich werde versuchen, ein Ersatzprogramm zu finden. Allerdings braucht Planet Coaster eine kleine Pause und jede Serie, das kennt man ja aus dem Fernsehen selbst, jede gute Serie geht irgendwann einmal in eine Serienpause oder in ein Staffelfinale. Ja, in diesem Sinne sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Planet Coaster. Servus